Eine gute Stabilisationsübung ist, sich beide Schuhe anziehen, ohne dabei den Fuß abzusetzen. Gut ist es, wenn man Schuhe mit Klettverschluss hat. Mit Schuhe binden wäre es ein bisschen schwieriger. Und kein Wackeln, kein Zittern. Schulterkreisen ist auch eine gute Mobilisierung und Aufwärmübung für die Schultermuskulatur. Das kann man in beide Richtungen machen. Und die Fortgeschrittenen wie der Aram schaffen das sogar, dass sie mit der einen Schulter auf die eine Richtung kreisen und mit der anderen Schulter in die andere Richtung. Arme rückwärts schwingen, beide gleichzeitig, achte darauf, dass beide durchgestreckt sind. Dann rückwärts kraulen. Und wenn das gut funktioniert, versuchen wir die Arme gegengleich zu bewegen. Arme vor den Körper halten, ein Arm legt sich rauf, der andere runter. Dann noch immer nach ein paar Mal drin wechseln. Versuch wirklich mit beiden Armen einen schönen großen Kreis zu machen. Diese Übung ist für die Schultermuskulatur und für die Rotatorenmanschette. Du drehst einen Arm hinten, den anderen Arm in die gegengesetzte Richtung nach vorne. Dann wird langsam gewechselt. Und du siehst, Arm bewegt einen Arm nach hinten, den anderen nach vorne. Wichtig ist, dass du den Oberarm drehst, nicht nur die Hand und den Unterarm. Wenn das gut geht, versuchst du das mit Gleichgewicht zu kombinieren. Eins, du hältst Knie. Zwei, du drehst das Bein durch. Drei, abwinkeln. 4, abstellen, Beinwechsel, 1, jedes Mal, 2, zählen, drehst du dich, Arme, 3, 4. Weiter geht's mit einer Übung namens Roboter. Hier wird abwechselnd, die Arme werden gegengleich gedreht, dann geht's auch schon mit Beinheben dazwischen. Alles gut für die Balance. Die nächste Übung ist Laufen am Stand, aber du wirst schon merken, du musst jetzt auch mitzählen. Also es ist ein bisschen Mathematik dabei. Und los, Aram. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Am Stand laufen und bei jeder geraden Zahl einen Boxschlag austeilen, natürlich ohne jemanden zu treffen. Auch das ein gutes Aufwärmprogramm. 1, 2, 3, 4. Und man kann das noch steigern, indem man die Faust abwechselnd gerade und seitwärts wegstreckt. Jetzt ist es wichtig, immer bis 3 zu zählen. Bei 1 geht der Schritt nur zur Seite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Noch schneller. Und wer das erst kann, dann noch schneller. Wenn das gut funktioniert, versuchst du einmal bei 1 vorne zu steigen, einmal zur Seite zu steigen und einmal zurück zu steigen. Das kann auch helfen, wenn du dir ein paar Markierungen machst. Also, du fängst am besten die Seite an. So, rechts Bein, 1, 2, 3, links, vor, vor. Machst du schnell.
Etwas schneller sieht die Geschichte dann so aus. Bei der nächsten Übung wird abwechselnd das rechte Knie zum linken Ellbogen und das linke Knie zum Ellbogen gezogen. Und wichtig dazwischen die Zwischenschritte. Also es ist eigentlich eine Übung, die im Laufen passiert. Hier haben wir eine Schwunggymnastikübung. Zeigt uns der Aram hier. Immer so 5 Wiederholungen auf jeden Fall mit einem Fuß. Dann kommt der Fußwechsel. Und es ist immer ein leichter Zwischensprung dazwischen. Das sieht man hier. Weil sonst geht es sich ja auch gar nicht aus. Die nächste Übung für Balance ist der Kranich. Das zeigt uns hier der Aram. Fußstreckung nach vorne, seitwärts ausdrehen, Fußstreckung hinten, Fuß hinten abwinkeln und wieder absenken und dann mit dem anderen Fuß. Knie heben, Fußstreckung, ausdrehen nach hinten, Knie abwinkeln und absetzen. Bleiben wir gleich in der Tierwelt. Kraniche fressen Frösche. Und hier haben wir schon den Frosch. Und wenn der Frosch flüchten muss, muss er wegspringen. In einen Strecksprung. Auch gut zum Aufwärmen eignen sich sprungkoordinative Übungen in jeder Art. Ihr seht hier den Alex und den Aram in ganz verschiedenen Bewegungen. Wichtig ist nur, dass es kein eintöniges, fades, normales Springen ist. Ihr seht schon Sidesteps oder Überkreuzsprünge, alles dabei. Abwechselnd den Fuß auf eine leichte Erhöhung stellen. Man kann einen Ball verwenden. Wer schon lange Füße hat, kann auch eine Küchenbank nehmen. Aber wichtig, immer den anderen Fuß zuerst abstellen. Wenn das gut geht, kann man das Ganze als Wechselsprünge machen. Eine Übung, die du mit Geschwistern oder auch Eltern machen kannst, ist die nächste. Zuerst abschlagen, dann das Bein anheben, immer das nähere Bein zum Partner und mit der Hand das Bein berühren. Und dann, wenn möglich, sogar ein bisschen die Position halten. Natürlich gibt es hier den Seitenwechsel, dass die anderen Hände und Beine auch drankommen. Als Vorbereitung für die Liegestütze versuchst du immer umzugreifen, das heißt, Hände wandern hinaus, bleib gespannt, bleib im Gesäß gespannt und Rücken gerade, nicht durchhängen. Dann versuchst du einmal die Hände zueinander zu drehen, dann die Hände nach vorne, seitlich und wiederhole dies 5 bis 10 Mal, dann mach eine kurze Pause. Für die Kräftigung der Oberarmmuskulatur und der Bauchspannung ist der Liegestütze eine ganz geeignete Übung. Am besten immer 5 und dann ein bisschen ausrasten. Als nächste Übung, um die Rückenmuskulatur zu kräftigen, abwechselnd Bein heben, halten bis 5 zählen und dann wechseln. Du zählst bis 5, hältst das Bein, stehen zu bleiben und dann zu wechseln. Aus dieser Position kann man auch den Skorpion machen, indem du das Bein nach vorne ziehst. Versuch den Boden nicht zu berühren. Abwechselnd, einmal rechts und
kurz in der Position verharren. Die Steine von Skorpion, wir zeigen nochmal den Skorpion her. Nur die Beine verharren, sie halten. Und gesteigert wäre das, wenn du gegen den Arm ebenso hebst und mit dem Ellbogen das Knie berührst. Wenn man sieht, es nicht so einfach, versucht Spannung zu halten und nicht nachzugeben. Die nächste Übung beginnt aus der Hocke. Ein Strecksprung nach hinten in die Liegestütze und dann ein Strecksprung nach oben. Der Strecksprung in den Liegestütz war natürlich ein bisschen übertrieben. Dem Knie in den Liegestütz. Dann das Ganze mit vorher rechts und links seitwärts, dann in der Mitte und der Strecksprung. Das ist der sogenannte Liegestützkreis oder auch Liegeseitstützkreis. Und unser Aram zeigt uns das hier super. Das macht man einmal in eine Richtung und dann zurück, bis man wieder in der Ausgangsposition ist. Jede Position wird eine kurze Zeit lang gehalten. Zu zweit kann man natürlich auch Übungen machen aus der Liegestützposition und das zeigen uns Alex und Aram jetzt vor. Hier wird abgeklatscht, dann wird schnell umgegriffen und wieder abgeklatscht. Ganz mutige nehmen einen Tennisball dazu und übergeben hier diesen Tennisball, wobei man dann sieht, wenn der Tennisball immer in der gleichen Hand bleibt, passiert hier auf der anderen Seite ein Überkreuz des Übergebens sozusagen. Manchmal ist doch die größere Gewichtsklasse entscheidend. Für die Balance auf instabilem Untergrund, sprich in dem Fall auf einem Ball, ist die nächste Übung. Hier wird abwechselnd der rechte und der linke Arm nach oben gestreckt. Und es geht natürlich auch mit den Beinen am instabilen Untergrund und dann Liegestütze. Der Alex kann hier Dinge, die, bin ich schon gespannt, ob unsere Kinder das auch zusammenbringen werden. Für die Bauchmuskulatur und Körperspannung wichtig ist die Übung namens Plank oder auch deutsch Brett.
Da wird die Position einmal gehalten in der Spannung. Hier ist die Fortführung schon aus dem Plank in den Liegestütz. Aus dem Liegestütz wieder ins Plank. Geht auch mit Bein anheben aus der Plank-Position. Wichtig ist immer nur die Körperspannung und Arm und Bein abheben und sogar damit wippen. Das sind dann schon die Profis. Die nächste Übung ist der Superman. Da wird abwechselnd gegengleich Arm und Bein gehoben, also jetzt rechtes Bein, linker Arm, jetzt kommt linkes Bein, rechter Arm. Wichtig, Beinstreckung bis zur Zehenspitze, Armstreckung, dann wird wieder umgegriffen. Und es geht dann auch schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir gehen in die Superman-Position, führen jetzt Knie und Ellbogen unterm Körper zusammen, gehen wieder in die Superman-Position, führen wieder Knie und Ellbogen zusammen, das Ganze immer dreimal, dann absetzen und mit anderem Arm und Fuß. Weiter geht's mit einer Übung namens Zelt. Aus dem Stand werden die Füße, die Hände gerade runtergeführt, dann in die Liegestützposition, einmal absenken und jetzt die Füße wieder zu den Armen nach vorbringen. Möglichst gestreckte Knie, das macht der Arm hier ausgezeichnet und es geht natürlich gleich weiter. Füße nachführen, zählt immer ungefähr 5 Mal am Stück. Diese Übung nennt sich 2-in-1. Aus der Stützposition auf einem erhöhten Untergrund, wenn es keinen gibt, kannst du es auch mal ohne probieren, zumindest diese Übung, wird das bodenfernere Bein abgestreckt. Wird natürlich auf beide Seiten gemacht. Und die zweite Variante ist, das bodenfernere Bein ist nur auf der Bank und das untere Bein wird unten rangeführt. Kniebeugen kann man auch zu zweit machen, da wird dann immer abgeklatscht dazwischen, einmal rechts und einmal links. Oder beidhändig. Oder einmal rechts, einmal links, einmal beidhändig. Wir haben hier gleich ganz viel Koordination mit hinein verpackt. Mit Bauchmuskelübungen geht es weiter. Hier geht es einfach nur darum, den Oberkörper aufzurollen bei leicht abgewinkelten Knien. Jetzt kommen Beine anheben in gestreckter Position bis zur 90 Grad Position, ohne abzusetzen. Dann wird abwechselnd mit der rechten und mit der linken Hand zu den Fußspitzen gegriffen. Hier haben wir eine ähnliche Übung, wie wir schon einiges gehabt haben, mit Knie zu Ellbogen, in dem Fall in der Liegesitzposition. Beachte bitte, die Füße werden nicht abgesetzt. In der Rückenlage die Beine in gestrecktem Zustand, seitwärts, vorne, abwechselnd immer in eine andere Position bringen, aber nie den Boden berühren dabei. Den Oberkörper in der Rückstützposition strecken und dann Beine anheben oder abwinkeln. Im Schwebesitz, also nur der Po berührt den Boden, Scherenschlag, abwechselnd den rechten über den linken und den linken über den rechten Fuß bringen. Jetzt haben wir den Ruderer. Während die Beine angezogen sind, sind die Arme vorne. Wenn die Beine gestreckt sind, sind die Arme abgewinkelt.
Bei dieser Übung brauchst du wieder ein Familienmitglied dazu. Du siehst schon, hier heißt es ordentlich Bauchmuskeln anspannen und die Füße sollen sich in der Mitte nicht bewegen. Noch schwieriger wird es, wenn beide die gleiche Bewegung machen sollen, mit Sohle an Sohle. Da sind die Kreise dann natürlich kleiner. Zu zweit mit einem Ball kann man den Ball abwechselnd mit den Füßen vom Boden hochheben, dann Platz machen für den Partner, dann hebt er den Ball an. Nächster zeigt uns Arend den Turm. Arme durchstrecken, Beine durchstrecken. So spannen, dass die Schultern vom Boden wechseln und die Oberschenkel wechseln. Dann versuchst du zu wippen. Sollte das zu einfach sein, dann gibt es auch eine schwierigere Version des Wurmes. Die werden wir gleich von Arend sehen. Bitte aufpassen, wenn du das in der Wohnung machst, dass keine Gegenstände im Weg sind. Jetzt die Wippe. Ganz wichtig ist, die Beine sind gestreckt. Die Beine, Unterschenkel und Oberschenkel werden abgehoben, Schultern sind abgehoben, Arme sind ganz durchgestreckt, Kinn ist bei der Brust. Und dann versuchst du, ein bisschen nach vorne und zurück zu wippen. Immer eine Spannung, dein Bauch die ganze Zeit einspannen. Hier bei der Übung, der Schwab und Mama zeigen, die Kräfte zu ziehen. Die Kinder dürfen mit ein bisschen mehr. Diese Übung ist eine Bauchmuskelübung, die dann ein bisschen schwer wird. Wie man sieht, geht diese Übung mit verschiedenen Bällen oder Gegenständen. Man könnte es wahrscheinlich auch mit den Plüschtieren machen. Schade, dass Trax nicht mit ist. Ach ja, das wäre dann wieder ein fürchterliches Erlebnis für ihn. Kräftigungsübungen mit Flaschen können größere oder kleinere Flaschen sein, sollten nicht zu schwer sein. Erste Übung. Gegen gleich kreisen, das heißt, du drehst den Arm, sehr durchstreckt beide Arme, dann drehe ich den kompletten linken Arm nach vorne. Nächster Punkt wird in der Schulter gedreht und dann wechseln. Immer darauf achten, dass die Flaschen gut zugeschraubt sind. Langsame Übung, schau, dass deine Arme in der Schulterhöhe bleiben. 10 bis 20 Mal. Pause. Nächste Übung. Hände hoch. Wichtig ist, Oberarme sind Schulterhöhe. Arme auf der Seite. Vorsicht. Arme hinaufgeht und dann schiebst du die Flaschen übereinander. Schließt deine Ohren mit dem Oberarm ein. Wieder hinunter. Hinauf. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Auf 10 bis 15 Mal, dann kurze Pause. Nächste Übung, Oberkörper ein bisschen nach vorne,
Flaschen hältst, zeigen zueinander. Gerade rücken, seitlich hochheben, dabei zeigst du Flaschen, also beide Flaschen nach unten. In Schulterkehr. Wieder zusammenführen, nicht zu stark, Flaschen zu unterbrechen, dann kommen wir in die Flasche. Seitlich. Wichtig ist, dass die Flaschen aus beiden nach unten sind. Diese Übungen können auch kombiniert werden. Das heißt, seitheben, oben zusammen. Seitheben, oben zusammen. Mit einer Reaktionsübung geht's weiter. Ich habe hier im Hintergrund den Trax, der wird jetzt dem Aram jeweils eine Farbe ansagen und der Aram muss dann ganz schnell das Ding dieser Farbe berühren. Ihr seht, es gibt vier Farben, gelb, orange, rot und violett oder lila, sagen wir violett. Trax, bist du bereit? Okay, Trax, bitte gib die erste Farbe. Gelb, orange, rot, violett, grün. Trax, du solltest eine von den vier Farben sagen, die es hier gibt. Grün habe ich hier nichts gesehen. Okay. Blau. Trax, da ist auch nichts Blaues. Okay. Orange. Rot. Gelb. Trax, machen wir es für den Arm ein bisschen schwieriger. Wie wäre es mit zwei Farben? Okay. Orange, gelb. Gelb, rot. Violett, gelb. Super, Trax. Jetzt hast du immer richtige Farben gesagt. Probieren wir es mit drei Farben. Aram ist bereit. Jetzt sag ich mal die Farben an. Der Trax sagt sonst wieder nur Blödsinn. Stimmt doch nicht. Ruhe, Trax. Gelb, orange, rot. Violett, gelb, rot. Rot, gelb, rot. Man kann diese Übung auch machen mit Vertauschen. Das heißt, da müssen dann die zwei Farben vertauscht werden, die gerufen werden. Orange, rot. Violett, rot. Gelb, orange. Erste Übung, durch die Beine den Ball hinschwingen und eine Achterbewegung. Eine Acht, versucht, dass der Ball nicht auf den Boden fällt. Wenn das gut gelingt, versucht den Ball in der Mitte zu fangen, darf aber auf den Boden aufkommen. Sollte das auch nicht noch zu einfach sein, versucht den Ball in die Luft zu fangen. Eine Reaktionsübung. Wichtig ist, dass der Ball immer auf derselben Position bleibt. Du versuchst, bevor der Ball runterfällt, den Ball zu greifen. Bevor er runterfällt, also nicht in die Höhe gehen, sondern öffnen, schnell hinein. Öffnen, schnell hinein. Wenn das geht. Schnell hinein. Zweifeln geht das auch. Beugung. Dann schnell. Wir fangen mit dem großen Ball an. Einer verschränkt hinten den Arm. Zuerst nicht machen. Eins. Ball nur fallen lassen. Eins. Den Kopf höher halten. Eins. Dann variieren wir den Ball. Eins. Eins. Und dann ohne Kopf. Wenn es zu schwer ist, lässt du den Ball weiter umfallen. Wenn es zu einfach ist,
weiter vorne. Am besten ist ein großer Ball von weiter unten. Einfacher. Kleinerer Ball ist schwieriger. Wenn das gut geht, versuchst du den kleinen Ball mit einer Hand zu fangen. Auch hier abbrechen. Eine kleine Reaktion mit dem Ball. Das heißt, Arme werden hinten verschränkt. Bevor geworfen wird, ist dann das Kommando. Eins, zwei, drei. Dann ohne Kommando. Wenn das gut geht, kann man auch die Höhe kombinieren. Ohne Kommando. Du merkst, dass oben mehr Zeit als unten. Jetzt abwechselnd die Arme hin. Man kann auch hoppen, wenn man möchte. Der Ball muss einmal seitlich gefangen werden. Einmal oben und oben. Schwierigere Übung, Arme hinten versenken. Reaktionsübung, Ball wird in die Höhe geworfen. Mit Kommando. Jetzt. Jetzt. Selbe ohne Kommando. Versuch vorher zu stehen, je nachdem wie hoch der Raum ist. Hier auch mit den anderen Ball. Bald wird oben den Kopf gefangen, mit Mater, rasch und die Kiste liegt. Und dann wird die Kamera so ausgefangen. Diese Situation anhocken und wir halten euch in der Luft. Wichtig ist, nicht ins Hohlkreuz gehen, wenn die Kiste zu fahren. Der Teil macht die Füßposition auf den Ball. Fangen. Und den Ball festhalten, dass den Ball nicht wegrollt. Zu zweit mit zwei Bällen kann man ganz viel machen. Während der Ball vom Partner zugeworfen wird, wird der eigene Ball hochgeworfen und dann wieder gefangen. Natürlich muss man auch den Ball des Partners zurückwerfen. Anspruchsvoller wird das, wenn beide das so machen müssen, nämlich hochwerfen und fangen. Ich gebe dann die Seite an,
der Seite, wo Arzt rechts führt. Entweder geht dort hin, wenn ich links sage, dort laufe ich seitlich, den Ball mit zurückführen. Zweite Übung, Ball ist am Boden. Du stehst gerade, ich gebe die Seite und der Stand ist losgestartet. Der Kopf. Links, auf den Boden, passen, zurückpassen, ohne in der Mitte abzulegen. Das, so rasch wie möglich. Rechts. Rechts. Wegräumen von Töpfen, Armen gerade hochstrecken, schön die Hocke runter, bisschen halten, schöne Kniebeuge, nicht über die Zehenspitzen mit den Knien und einräumen. Dann natürlich auch schwere Töpfe. Runtergehen, ein bisschen halten, dadurch auch was drinnen sein, sollte nicht zu schwer sein. Tee zubereiten, vom Wasserkocher nehmen, den gestreckten Arm den Tee halten, je nachdem wie viel Kraft man hat, so länger hält man. Bevor natürlich der Arm absinkt, kann man auch den anderen Arm benutzen. Keine Sorge, das Teewasser sollte heiß bleiben. Dann wieder wechseln, wir wollen natürlich den Tee auch einschenken, Arme leicht beugen, Ellbogen in Schulterhöhe bringen und oben bleiben, Schulterhöhe mit beiden. Die Hälfte gießen wir ein, dann stellen wir das Fischen ab und dann wechseln wir den Arm, die andere Hälfte des Tees mit dem anderen Arm. Dann ruhig ein bisschen dauern die Zeremonie, das Wasser wird heiß bleiben. Ellbogen genau, beide Ellbogen in Schulterhöhe halten. Es ist nicht so einfach. Und dann ein bisschen abstellen und nicht vergessen zum Atmen. Jetzt sind die Daddys gefragt, dürfen natürlich auch die Mamis machen. Aber wichtig, je nachdem wie viel Kraft man, man sollte sich zuhören, wie schwer man hebt. Wichtig ist geraden Rücken lassen. Es geht ums Hochheben. Wichtig ist, hier stabil bleiben, unten greifen, in die Hocke gehen, hinauf, sich einfach öffnen. Dasselbe noch einmal. Hopp, was zum Naschen rausnehmen. Die Kinder haben sich ja verdient, wenn sie gerade gelernt haben. Und natürlich den Kasten auch wieder zumachen. Challenge, Kochlöffel, drüber steigen, dehnen, und,
machen wir das. Orange-Rot. Und dann den Ball des Partners fangen. Oder auch nicht. Etwas schwieriger wird das, wenn das jetzt gegengleich passiert. Müssen. Auf Nadelbeine? Auf Nadelbeine? Nein. Zu zweit mit einem Ball kann man ganz tolle Sachen anstellen. Kann man natürlich auch gegengleich machen. Und ist viel Spaß dabei. Ha 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 ha!